Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzielle Freiheit dank Kryptowährungen mit eurem Alex. Und heute ist es soweit. Sonntag heißt Wochenreport. Heute 19. November 2017 und ich hatte es euch im letzten Video schon verraten. Heute gibt es ein bisschen mehr Inhalt, denn diese Woche ist relativ viel passiert. Viele Schlagzeilen und vor allem auch dieses Mal ein bisschen was über Altcoins. Nicht immer nur über Bitcoin und Bitcoin Cash, sondern jetzt mal wieder ein bisschen breiter das Feld anschauen. Und von daher schaut die Agenda heute wie folgt aus. Zum einen ein Wochenrückblick eurer Lieblingscoins, da gehen wir wie gesagt auf einige Altcoins ein. Danach Bitcoin Cash Putsch führte wohl dazu, dass jetzt der Bitcoin sein All-Time-High hat. Ripple und American Express haben einen Deal. Und Blockchain im Bildungssektor wird jetzt auch von der Europäischen Kommission befürwortet bzw. geprüft. Auch das schauen wir uns mal an. Vielleicht nicht ganz so spannend, aber mal mit so ganzem Blick auf das Thema Blockchain. Schon eine krasse Geschichte, wenn jetzt die Europäische Union in die Bildung, also eigentlich so das wichtigste Gut, auch die Blockchain integrieren will und sie nutzen will. Ja, zu guter Letzt das Thema Ergebnis der CoinDay-Abstimmung. Und ich habe noch eine kleine Überraschung für euch, die kommt dann ganz zum Schluss. Viel Spaß! So, wie immer starten wir mit unserer Lieblingsseite oder mit meiner Lieblingsseite coinmarketcap.com und wir sehen, dass der Bitcoin, ich mache mal wieder auf Euro, wir sehen, dass der Bitcoin bei 6.563 Euro steht und viel wichtiger, die Marktdominanz von Bitcoin, die seht ihr immer hier oben rechts, die liegt bei 55%. Als der Bitcoin Cash Angriff war, wollen wir es mal so nennen, war sie unter 50% gerutscht, das heißt, wir haben uns hier also wieder krass erholt. Und der Bitcoin hat sogar jetzt vor 12 Stunden war es ungefähr, hat er sein All-Time-High überhaupt erreicht und zwar die 8.000-Dollar-Grenze. Dazu gleich mehr. Aber wir schauen uns zunächst einmal so die Coins dieser Woche an. Wir fangen mal chronologisch an. Chronologisch begonnen hat das Ganze diese Woche eigentlich mit Lisk. Lisk hat diese Woche extremstens zugelegt. Also ich glaube, jeder von euch, der sich schon mal mit Lisk beschäftigt hat, war so ein bisschen angeödet, dass Lisk sich monatelang immer so in der Seitwärtsbewegung verhält. Aber wir sehen jetzt, diese Woche ging es los. Schauen wir gerade am Mittwoch, Donnerstag war es hier. Am 16. war der höchste Punkt, 11 Dollar. Wir waren aber schon vorher ausgebrochen. Wir waren hier schon bei 8 Dollar, 9 Dollar. Also ihr seht, Lisk hat diese Woche richtig zugelegt. Woran liegt das? Nun ja, es gibt Gerüchte darüber, dass Lisk rebranded wird, also dass Lisk nochmal neu aufgestellt wird, vielleicht mit einem neuen Namen, neues Logo, einfach um einen anderen Auftritt zu gewährleisten. Dazu gab es noch Software Development Kits, also einige Entwicklungspakete für die User, die dieses Projekt nutzen. Lisk ist eher etwas für Programmierer, die gerne einfach und simpel eine Blockchain aufziehen wollen oder sich an eine Blockchain anbinden wollen mit eigener Idee. Und daher ist Lisk natürlich, wenn so ein neues Paket auf den Markt kommt, ja relativ schnell gehypt. Finde ich auch berechtigt, denn ich finde generell, Lisk ist ein tolles Projekt, hat es verdient, dass es mal wieder ein bisschen mehr wertgeschätzt wird. Und wir sind mal gespannt, wohin die Reise geht. Generell ist Lisk ein sehr, sehr spannender Coin. Vielleicht kommt er ja mal beim Coin Day dran, wäre ich gespannt oder würde mich darüber freuen. Ja, ansonsten chronologisch geht es weiter mit IOTA. IOTA hat ebenfalls diese Woche enorm aufgeholt. Es gab immer mehr so das Thema in den Medien, was ist, wenn die Blockchain, die ja angeblich jetzt schon längst veraltet wäre, was ist, wenn die alte Blockchain, die es so gibt, so weiterlaufen würde, dann würde die Kryptowelt irgendwann nicht mehr existieren. Von daher braucht man schnellere, modernere, leistungsfähigere Systeme. Und da wurde unter anderem halt auch darüber gesprochen, dass IOTA hier eine gute Alternative wäre. Nun ja, wir sehen, was das beim Kurs bewirkt. Wir schauen uns mal die letzten sieben Tage an. Also angefangen bei 57 Cent, also ungefähr das, was man aus den letzten Wochen so kennt. Es waren Schwankungen zwischen 40 Cent bis 60 Cent. Aber wir sehen hier plötzlich ein erstes Hoch und zwar waren wir da schon bei 64 Cent und das zweite Hoch, da waren wir schon bei 88 Cent, also schon nahe seinem Allzeithoch. Und ich glaube, IOTA war die ganze Zeit relativ unterbewertet. Ich hatte euch ja auch ein Video vor einiger Zeit gemacht zum Thema IOTA. Was ist das überhaupt? Schaut gerne nochmal rein. Ich blende es euch mal hier oben rechts ein. Ansonsten denke ich, IOTA hat auf jeden Fall zukunftsträchtige Perspektiven, aber nichtsdestotrotz bin ich mir ziemlich sicher, dass das jetzt nicht ohne Ende weiterlaufen wird, dass der Bulle hier jetzt IOTA nicht über 2 Euro schicken wird, sondern dass sich das Ganze auch wieder korrigieren wird, aber erstmal schön zu sehen, dass die Altcoins mal wieder ein bisschen Boden gut gemacht haben. So, und für die Neo-Fans unter euch war gestern ein Tag zum Jubeln, auch wenn Neo sich mittlerweile wieder ein bisschen gefangen hat, also wir schauen mal hier die Steigung gestern. So waren wir sie ja hier, das war der Wahnsinn. Also wir waren bei
Ich gucke auch immer auf den BTC-Preis, also auf die Satoshi, die sind jetzt hier bei 0,00377, also würde man hier sagen 377.000 Satoshi. Da stand er zuletzt und hat gestern mal einen Mega-Run hingelegt, oder gestern und vorgestern, einen Mega-Run hingelegt auf 46 Dollar und auf 611.922 Satoshi, also fast 80% zugewonnen. Das ist schon beeindruckend. Und was auch noch viel beeindruckend ist, NIO hat zwar eine Korrektur hinter sich, aber scheint sich jetzt auch auf dem nächsten Level zu befinden. Als es damals so N-Shares war, war es ziemlich häufig so, dass wenn N-Shares dann nach einer langen Seitwärtsbewegung mal einen Ruck nach oben gemacht hat, dann blieb dieser Level auch erhalten. Und da NIO ja eigentlich nur das neue Branding von N-Shares ist, ist es prinzipiell so, dass ich mir schon vorstellen kann, dass auch jetzt hier sozusagen der nächste Level erreicht wird und NIO jetzt erst einmal nicht mehr großartig korrigieren wird. Aber gut, ihr wisst ja selber, das sind nur irgendwelche eigenen Empfindungen. Wie es denn wirklich kommt, weiß man im Kryptomarkt irgendwie nie so genau. Aber es gibt schon deutliche Anzeichen dafür, dass NIO eine sehr, sehr zukunftsorientierte Währung ist, gerade für den asiatischen Bereich sehr wichtig. Und NIO stellt so ein bisschen das Pendant zu Ethereum dar in der chinesischen Welt. Also kann ich mir gut vorstellen, dass es da natürlich auch einen großen Markt und großes Potenzial gibt. Und auch in Europa gibt es viele Anleger, die jetzt mittlerweile NIO auch wirklich nutzen. Zum Beispiel war vor einiger Zeit der ICO von Red Pulse. Und Red Pulse war so der erste große ICO, der über dieses NEO-Netzwerk stattfand und war ein sehr, sehr erfolgreicher ICO. Von daher glaube ich schon, dass NEO jetzt zukünftig, wenn es da mal richtig losgeht und richtig dauerhaft ICOs auf die oder in das System eingebunden werden, dass da noch einiges geht. Okay, ich hoffe, einer eurer Lieblingscoins war dabei. Ansonsten schauen wir uns gerne nochmal hier die Top 5 an. Die haben sich eigentlich nicht groß geändert. Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash wieder zurück auf die 3. Ja, wir sind auch extrem verloren in der Zwischenzeit, nachdem er ja letzte Woche kurzfristig Ethereum abgelöst hat. Merkte man, das war nur so ein kleiner, ja, so ein kleiner Moment einfach nur. Und ja, Ripple nach wie vor, trotz der News, da gehe ich gleich nochmal mit euch drauf ein. American Express gab es kurzfristig einen kleinen Ausholer hier. Ihr seht das hier in der Grafik. Aber im Endeffekt hat es bei Ripple auch nicht viel gebracht. Ripple ist nach wie vor ein Long-Term-Investment und dieses Jahr gerade so in der zweiten Hälfte dieses Jahres extrem langweilig. Ich hatte mich bei The Swell, also bei dieser Konferenz, die vor einigen Wochen war, extrem gut vorbereitet und mich darauf gefreut und dachte, jetzt geht's richtig los. Ich habe mich sogar noch mal ein bisschen extra mit Ripple eingedeckt. Aber wie wir alle gemerkt haben, kam dabei nicht viel rum. Das, was dabei rumkommen sollte, war dieses Gerücht, dass American Express jetzt einsteigen wird. Ich hatte eigentlich erhofft, wenn es denn wirklich mal reell wird, dass wir da ein bisschen mehr Wirkung sehen. Aber gut, lässt sich nicht ändern. Ja, Dash hat auch diese Woche kurzfristig gut zugelegt. Also wir sehen generell, die Top 10 Coins haben ehrlich gesagt richtig zugelegt. Auch wenn ich jetzt auf jeden einzelnen eingehe, ja, müssen wir dann noch feststellen, dass also der Kryptomarkt wieder ein bisschen mehr Leben gewinnt. Wir sehen auch hier oben mit 233 Milliarden natürlich ein enormer Zugewinn, also über 15% mehr Market Cap als letzte Woche. Überlegt mal, was das bedeutet. Wir waren bei 200 Milliarden, sind jetzt bei 233 Milliarden innerhalb 7 Tage. Das ist schon ein ganz deutliches Zeichen. Das heißt, die Welt scheint jetzt langsam das Thema Krypto und Blockchain-Technologie und Bitcoin und Co. so ein bisschen auf den Schirm zu bekommen. Und wir müssen mal abwarten, wohin das Ganze noch geht. Auf der anderen Seite schauen wir gerne mal kurz rein hier. So. Gucken wir uns mal die letzten 3 Monate an oder nur mal dieses Jahr. Wir sehen allerdings immer, wenn es ein Hoch gab, gab es immer eine Korrektur. Also wir sehen immer so in fast regelmäßigen Abständen, würde ich jetzt linear dagegen halten, sieht man so alle 2 bis 2,5 Monate gab es ein Dip. Und mich würde beim Bitcoin jetzt nicht wundern, nach so einem rasanten Anstieg, wenn wir auch hier bald eine Korrektur erleben. Ich glaube schon daran, dass wenn die Politik mitspielt, dass der Bitcoin sehr, sehr schnell auch die fünfstelligen Bereiche erreicht im Euro-Bereich. Das heißt, dass wir schnell mal auf 10.000, 15.000 Euro sein können. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass das ohne einen nächsten Dip möglich ist. Also ich glaube schon, dass da nochmal ein Dip kommt. Das heißt, dass der Kurs nochmal sinken wird. Ob das passiert, das kann ich nicht hell sehen, aber es wäre einfach so rein, wenn man sich den Chart anschaut, rein theoretisch einfach so logisch, dass es passiert. Nach einem großen Anstieg immer mal wieder ein kurzer Dip und dann zwischendurch auch mal ein größerer Dip. Also kann ich mir gut vorstellen, dass wir hier das erreichen sollten. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das sich so ein bisschen am Market Cap orientiert. Vielleicht so ab 250 Milliarden, 275 Milliarden. Also wenn der Markt noch voller gebombt ist, kann ich mir gut vorstellen, dass da einige größere Anleger vielleicht auch mal sagen, so, jetzt will ich mich auch mal ein bisschen auscashen für meine Geduld und einfach ein bisschen Geld aus dem Markt rausziehen.
Okay, genug geredet. Das war's mit dem Wochenrückblick. Der kam in den letzten Wochen ein bisschen zu kurz, deshalb heute etwas länger. Dafür machen wir die anderen Themen jetzt etwas kürzer, damit es zeitlich passt. Zum Thema Bitcoin hatte ich jetzt schon gesagt, Allzeithoch erreicht, 8.000 Dollar nach dem Bitcoin-Putsch setzt Bitcoin zur Kursrallye an. Naja, der Bitcoin wurde zwar kurzfristig unterbrochen in seiner generellen Steigerung, aber ich glaube jetzt nicht, dass es eine besondere Rallye ist. Er macht einfach da weiter, wo er, wenn Bitcoin Cash nicht gewesen wäre, auch gleich gewesen war. Oh, sehr komplizierter Satz, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also war es so eine kurzfristige Korrektur beim Bitcoin und es geht einfach ganz normal weiter. Ich glaube nicht, dass sich jetzt der Bitcoin generell irgendwie jetzt stärker gemacht hat oder plötzlich jetzt Widerstand beweist, sondern ich glaube, dass das Problem, was wir haben, und zwar dieses Skalierungsproblem, dass Bitcoin mit einem Megabyte pro Block einen zu kleinen Platz hat für Transaktionen, glaube ich, dass sich das jetzt nicht gelöst hat, nur weil Bitcoin Cash jetzt mal wieder ein bisschen nachgegeben hat. Ich glaube, das Problem ist größer, als dass es in einer Woche geklärt werden kann. Von daher gibt es hier keinen Gewinner und keinen Verlierer. Es ist ganz einfach so, dass man abwarten muss, was die Zeit bringt. Bitcoin hat ein großes Problem, und zwar, dass bei dem Thema Skalierung, also größere oder kleinere Blöcke, damit man eben mehr machen kann und mehr leisten kann und vor allem schneller sein kann, dass sich da die Community generell sehr schwer tut und sich sehr schnell verschiedene Lager bilden. Das birgt immer die Gefahr, dass es wieder weitere Forks gibt, wie zum Beispiel Bitcoin Cash, wo Miner orientierte Menschen gesagt haben, so wie der Bitcoin jetzt läuft, bringt es uns nichts, wir brauchen größere Blöcke. So entstand dann Bitcoin Cash oder auch jetzt Bitcoin Gold. Da wird wiederum gesagt, die Miner haben zu viel Kontrolle, wir müssen das Ganze wieder allgemeiner halten und etwas mehr und fairer verteilen. Also ihr merkt, Bitcoin hat sehr viele Sympathisanten, aber auch sehr viele Ideologien, die einfach nicht so ganz konform gehen mit der Idee, die Bitcoin verfolgt. Und das Bitcoin Core Team hat deshalb auch den Fork abgebrochen. Das heißt, es gab einen Abbruch des Hardforks, ganz einfach, weil man sich unschlüssig war, was da passieren würde, wenn man es jetzt durchzieht. Und diese Woche kam auch noch raus, dass der Hardfork glücklicherweise abgewandt wurde, denn als es dann losging und eine kleine Gruppe hat trotzdem gesagt, wir ändern das jetzt und haben dann versucht, eben diesen Hardfork durchzuführen und haben dabei gemerkt, als sie Segwit 2x aktiviert haben, ist einiges schiefgelaufen. Also im Endeffekt ganz gut für die Community. Nichtsdestotrotz haben wir das Problem nicht gelöst. Ich schreibe Bitcoin Cash immer noch nicht ab, weil ich glaube, dass Bitcoin Cash aktuell einfach der bessere Bitcoin ist. Nicht, weil ich ihn persönlich mehr mag oder weil er eine bessere Marke wäre, sondern ganz sachlich betrachtet hat dieser Bitcoin Cash eben eine deutlich schnellere Transaktionszeit. Er hat deutlich größere Blöcke. Einziger Riesennachteil ist, er ist mindestens genauso kontrolliert wie der Bitcoin teilweise. Das heißt, es gibt hier nicht nur große Wale, so nennt man ja die mit extrem viel Bitcoin-Besitz, sondern es gibt ja tatsächlich auch noch extrem viele Miner, die wirklich nur an Profit denken. Und das ist meiner Meinung nach der Haken bei Bitcoin Cash, denn das ist wirklich nicht mehr dezentral. Und ich glaube, oder mich würde interessieren, was ihr dazu sagt, haltet ihr Bitcoin und Bitcoin Cash nach wie vor noch für eine dezentrale Idee oder dezentrale Sache? Oder sagt ihr, mittlerweile ist das Ganze so ein bisschen aus den Fugen geraten und es gibt doch scheinbar die ein oder anderen Gruppen auf der Welt, die in der Lage sind, das Ganze ganz schön zu manipulieren? Schreibt mal gerne in die Kommentare, das interessiert mich sehr. Ansonsten verlinke ich mal diesen Artikel, hier wird nur noch mal kurz zusammengefasst, worum das Ganze geht, also mit Segwit und der Abbruch und der Kurs, die Kursrallye von Bitcoin Cash und so weiter. Lest es gerne nochmal nach. Zweites Thema war das Thema Blockchain und American Express. Ich hatte euch unter der Woche bereits bei Twitter, Facebook und Telegram den Bericht hier geschickt, allerdings auf Englisch. Jetzt habe ich hier nochmal einen auf Deutsch gefunden. Fasse ihn kurz zusammen. American Express und ein großer Kunde von Ripple, und zwar die Santander Bank in England, haben sich jetzt zusammengefunden und haben gesagt, okay, wir wollen gerne ein Bezahlsystem durchziehen, das wir von Amerika nach England sozusagen legen und somit in Echtzeit Transaktionen durchführen können. Riesenvorteil, dass Ripple dafür ausgewählt wurde und das Ganze über das Ripple-Net funktioniert. Schlecht ist allerdings, dass aktuell nur mit Fiat-Währung durchgeführt wird. Das heißt, der XRP, den wir ja alle haben, um Teil von Ripple zu sein aktuell, der wird aktuell gar nicht verwendet. Das ist ein schlechtes Signal, weil wenn schon bei den ersten Projekten nur mit Fiat gehandelt wird, wird es irgendwann schwierig, das Ganze komplett umzustrukturieren, denke ich. Man muss mal sehen, ob sich XRP dennoch als irgendwie vorteilhaft erweist. Vielleicht, wenn noch mehr verschiedene Unternehmen aus verschiedenen Ländern und Kulturen und Kontinenten zusammenkommen, dass dann eventuell eine Einheitswährung wichtig wird und dann würde XRP wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich eine wichtige Rolle bekommen. Aktuell ist es aber so, dass wirklich das Ganze per Fiat durchgeführt wird. Das heißt, die tauschen einfach US-Dollar gegen British Pound oder britischer Pfund. Und ja, von daher
ist es jetzt so lala, die Meldung. Also habe ich mir ein bisschen mehr von erhofft. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Hier steht es auf jeden Fall alles drin. Ja, kurzer Schmankerl für die unter euch, die sich wirklich vielleicht mal so generell mit ganz, ganz langen Visionen beschäftigen. Hier zum Thema Blockchain und Bildungssektor. Wir haben schon mitbekommen, dass große Flugunternehmen und auch große Internetunternehmen wie Apple, Microsoft und sich schon lange auf den Zug Blockchain aufgeschwungen haben. Jetzt sehen wir auch, dass sogar die Europäische Kommission, also eine EU-Institution, gerade darüber nachdenkt und abwägt, inwieweit man die Blockchain-Technologie nutzen kann. Aktuell ist es besonders dafür gedacht, um zum Beispiel das Verbuchen von Leistungen und Ausstellen von Urkunden und Zertifikaten unter der Nutzung der Blockchain durchzuführen, dass man also eine Art Sicherheitszone hat, wo nicht mehr so viele Duplikate erstellt werden können, wo kein Schabernack betrieben werden kann und wo ganz schnell und einfach nachweisbar ist, wer wann welches Dokument oder welche Urkunde erhielt. Ja, da wird momentan heftig debattiert. Es gibt natürlich immer die einen, die sagen, oh, alles Neue ist schlecht. Und dann gibt es andere, die sagen, alles Neue ist gut. Und irgendwie gibt es ja noch einige darin, die auch die Vor- und Nachteile wirklich erkennen. Und darüber wird gerade gesprochen. Ich werde euch hier auf dem Laufenden halten, wenn es hier wirklich mal die ersten Schulen oder Universitäten gibt. Hier zum Beispiel das MIT wäre sogar dabei, damit bei diesen Vor- und Nachteilen abzuwägen. Ja, dann werde ich euch auf dem Laufenden halten. Ist ja nicht verkehrt zu wissen, was in der Zukunft so an den Schulen oder an den Universitäten unterrichtet wird. Ja, und zu guter Letzt kommen wir noch mal auf die Abstimmung zu sprechen, beziehungsweise danach gibt es noch eine kleine Überraschung. Aber das vorletzte Thema heute, die Abstimmung des Coindays. Wir sehen hier ein eindeutiges Ergebnis. Infinity Economics hat gewonnen. Ja, es ist sehr beeindruckend. Auf der einen Seite auch vielen Dank für die ganzen Teilnehmer. Auf der anderen Seite natürlich schon etwas seltsam im Verhältnis zu den Coindays davor. Wir haben hier ein sehr, sehr klares Ergebnis. Das mag daran liegen, dass der Coin vielleicht besonders gut in den sozialen Medien ankommt, oder es liegt einfach daran, dass sich hier einige Grüppchen zusammengetan haben und so ein bisschen das Ganze geputscht haben. In jedem Fall freue ich mich über die Teilnahme. Allerdings ist es natürlich schwierig, jetzt wirklich den Wünschen gerecht zu werden, die vielleicht alleine am PC saßen und gedacht haben, hey, ich will aber jetzt ganz gerne mal Lisk als Beispiel. Ist natürlich schwierig, wenn man da eine große Community hat, die da wirklich einheitlich denkt. Von daher werde ich mir überlegen, wie ich zukünftig die Abstimmung mache. Ich freue mich zwar auf der einen Seite über die Teilnahme, auf der anderen Seite will ich es aber so fair wie möglich halten. Und deshalb überlege ich mir mal, wie wir zukünftig das Ganze machen können. Einen kleinen Hinweis gebe ich euch gleich schon mal. Aber vorab erstmal Gratulation an Infinity Economics. Herzlichen Glückwunsch. Ich werde am Mittwoch also diesen Coin hier verfilmen. Werde euch die mir ganz normal den Coin der durchführen hierzu. Und auch am Ende des Videos am Mittwoch werde ich wieder einmal eine Abstimmung preisgeben. Und ja, hier könnt ihr einmal kurz sehen, also sehr, sehr einheitlich das Ganze. Okay, das soll es aber hierzu gewesen sein. Vielen, vielen Dank für die Teilnahme. Die nächste Abstimmung muss ich mal schauen, ob sie nicht über Google stattfinden, über Doodle stattfinden kann, sondern vielleicht über die sozialen Netzwerke. Da kann man dann auch definitiv nur einmal abstimmen. Und das ist, glaube ich, etwas besser. Ich habe es hiermit mal ausprobiert, aber wir sehen ja, es kann auch dazu führen, dass extrem viele Menschen eben ihre Idee durchgesetzt bekommen. Und das ist vielleicht manchmal nicht so ganz fair. In diesem Fall aber Gratulation, wie gesagt. Und von daher geht es jetzt weiter mit meinem letzten Punkt. Und zwar habe ich eine kleine Überraschung. Die Telegram-User unter euch wissen es schon und einige sind auch schon beigetreten. Ich hatte nämlich angefangen, auf den Wunsch von euch hin, ob es nicht mal einen Chat geben könnte, habe ich gesagt, ja klar, können wir gerne mal einführen. Ich brauche dafür nur Zeit. Die habe ich jetzt momentan ein bisschen. Und so habe ich mich dazu entschlossen, zunächst einmal, bevor ich eine Facebook-Gruppe oder so öffne, bei der sehr viel Traffic ist, erst einmal wieder mit Telegram zu starten. Deshalb seid ihr nun alle herzlich willkommen zum offiziellen FFDK Crypto Talk. Ihr seht, wir sind mittlerweile schon 78 Teilnehmer allein über die Telegram-Zufuhr. Installiert euch sehr gern kostenlos auf im App Store oder auch im Market bei Google diese Telegram-App. Wenn ihr sie installiert habt, braucht ihr nur einmal kurz, wie ihr es bei WhatsApp kennt, euch kurz einmal verifizieren und danach geht es direkt los. Ihr könnt hier einsteigen, indem ihr auf den Link unter diesem Video hier klickt. Den werde ich gleich verlinken. Und ihr seht, hier tauschen wir uns aus. Hintergrund dieser Gruppe ist nicht, dass ich jetzt rund um die Uhr eure Fragen beantworte, sondern Hintergrund dieser Gruppe ist, dass wir alle mal zusammenfinden, dass sich die Leute eben untereinander unterhalten können, dass wir mal Meinungen austauschen. Zum Beispiel News werden hier viel verbreitet. Einige von euch sind auch wirklich sehr aktiv und schreiben auch Antworten auf alle möglichen Fragen. Finde ich sehr cool. Und genauso habe ich es mir auch vorgestellt, sodass ihr alle miteinander mal die Möglichkeit habt, euch auszutauschen, ohne dass ihr jetzt jeden Kram immer googeln müsst oder ohne dass ihr in irgendwelche Foren euch registrieren müsst. So können wir einfach gemeinsam zusammenfinden. Hier ist nur wichtig,
Haltet euch an die Spielregeln. Ich werde keinerlei Kaufempfehlungslinks von euch irgendwie hier zulassen. Also wenn ihr jetzt meint, irgendein Coin promoten zu wollen, macht das bitte nicht hier, sonst werde ich euch nämlich sowohl die Nachricht als auch euch aus der Gruppe entfernen. Es geht hier nicht darum, dass hier eine Werbegruppe entstehen soll, sondern es geht hier darum, dass jeder die Chance hat, seine Fragen zu stellen und eben die Möglichkeit hat, Antworten zu bekommen. Ich hoffe, dafür habt ihr Verständnis. Ansonsten gibt es eigentlich keinerlei Regeln. Ihr könnt fragen, was ihr wollt. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Wichtig ist nur, dass es eben so bleibt, dass es niemanden stört und dass hier niemand zu irgendetwas gedrängt wird. Okay, freue ich mich drauf. FFDK Crypto Talk jetzt offiziell für euch verfügbar. Ich werde das Ganze auch nochmal verlinken bei Facebook und bei Twitter. Die Telegram-Leute wissen es ja bereits. Ich freue mich auf euren Beitritt und freue mich auch über euren Austausch. Bin mal gespannt und wünsche euch jetzt erstmal einen richtig, richtig geilen Abend für den Rest. Ich schaue mal gerade, wie ich hier rauskomme. So, ich schließe das mal. Okay. Ja, und ansonsten sehen wir uns spätestens am Mittwoch wieder zum Coin Day. Da freue ich mich schon drauf, euch den Infinity Economics Coin oder XIN vorzustellen. Dennoch werde ich bis Mittwoch überlegen, wie wir die Umfrage noch fairer gestalten können. Lasst euch dann überraschen. Und ansonsten bis bald. Ciao.